Warum hat er seinen Scheibenwischer hinten an? Das triggert mich, Mann. Nein, Farbeimer. Aber ich frage mich halt, warum da jetzt so viele Polizisten waren, Mann. Hallo, hallo. Guten Morgen, YouTube. Wie geht's? Was läuft bei euch so? Ist lang her, dass es mal wieder ein Video gab, ne? Wetter, wie man sieht, ist nicht unbedingt das Beste, aber du musst das nutzen, was du bekommst. Und besser als das wird's nicht. Jetzt gerade sieht man es, denke ich, nicht unbedingt. Ah, ich werde geschlagen. Ah! War stehen geblieben. Man sieht es nicht unbedingt aktuell, aber es ist heftig windig. Also wirklich unnormal. Warum hat er seinen Scheibenwischer hinten an? Das triggert mich, Mann. Digga, kann er den bitte ausmachen, Mann? Ich muss da vorbei. Ich kann mir das nicht weiter ansehen, hallo? Da, Abdallah. Geküsst seien deine Augen. Was sind das für Felgen, Digga? Das sind weird. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nee. Nein, Farbeimer. Bleib stehen. Da bleibt der Gurt stehen, Digga. Bester Ort für den Farbeimer auf jeden Fall. Ah, Demonstrationen wahrscheinlich. Nein, Botschafter, oder? Ich weiß es nicht. Nee, eine Demo. Ja, moin, so fahre ich safe mich wieder zurück. Digga, wie heftig, Mann. Ägypten war das, glaube ich, oder? Irgendeine ägyptische Demo. Zumindest denke ich, ist die Fahne, das war... Boah, jetzt komme ich so voll ungebildet vor. Ich glaube schon, rot, weiß, schwarz und in der Mitte der Adler war Ägypten. Wird schon stimmen. Aber ich frage mich halt, warum da jetzt so viele Polizisten waren, Mann. Ich habe zuerst die ganzen Fahnen gesehen. Ich dachte, das ist echt jetzt ein Botschafter, der gerade ganz groß unterwegs ist, dass er sogar eine Polizeieskorte braucht. Aber nö. Komm, Herr Phaeton. Das ist ein Phaeton, oder? Ich glaube schon. Krass, dass der Besitzer hinten das Phaeton abgemacht hat. Weil wenn man sich nicht damit auskennt, würde man das nie erkennen, Digga. Das wäre halt einfach ein, ja, Volkswagen, Passat, fertig. Aber für die wahren Kenner, die wissen ganz genau, da steht das Äquivalent zur S-Klasse. Wobei ich weiß ja jetzt halt nicht, ob die wirklich so luxuriös war wie die S-Klasse. Ich saß noch nie in einem Phaeton. Zumindest hat es keinen Sinn gemacht, dass VW den baut. Und das hat man, glaube ich, auch an den Verkaufszahlen gemerkt. Deswegen gibt es sie nicht mehr. Hier ein bisschen History zu Autosachen. Und warum es keinen Sinn gemacht hat, den Phaeton zu bauen. Ganz einfach. Leute, die dazu imstande sind, einen Phaeton zu kaufen, sind doch imstande dazu, einen A8 zu kaufen. Und wenn du die Auswahl zwischen einem VW und einem Audi hast, dann glaube ich, werden die meisten den Audi nehmen. Vor allem in diesem extremen Luxussegment, wo es halt so sehr um Prestige geht, da nehmen nur die wenigsten den Phaeton. Vor allem, weil es, glaube ich, sogar alles die gleichen Motoren waren. Ich weiß auf jeden Fall, die beiden hatten den W12. Zwar exakt den gleichen. Der W12, der bis heute wahrscheinlich noch verbaut wird. Tandem. Hey Nico, bist du's? Das ist fresh, Digga. Und ja, meine Meinung zum Phaeton. Ich kenne einen Typen, der mal einen hatte, aber der hat den, glaube ich, auch nur ein halbes Jahr oder so. Und war, glaube ich, ich will nicht lügen, war es nur der V6 oder der V8? Keine Ahnung. Am Ende war es einfach der W12, Digga, und ich habe gar nicht hingeschaut. Könnte ich hier vorfahren? Ja. Soll ich hier vorfahren? Ja. Sollen wir den Chiron anschauen? Am besten so mit Helm, oder? Und Visier noch unten, damit man mich auf gar keinen Fall sieht. Boah. Ein Glück kriegt es richtig gut, hinter diesem Bus herzufahren, Digga. Ach ja. YouTube. Was geht bei euch eigentlich so ab? Geht's euch gut? Das habe ich gar nicht gefragt. Boah, ich weiß noch, hier habe ich meine Ausbildung gemacht. Ein Jahr lang zumindest. Das waren noch Zeiten, Digga. Vor allem, wenn du dann am Samstag Frühschicht hattest. Dann bist du hier vorbeigegangen und hier waren die ganzen Besoffenen, Junge. Es war so geil. Hallo, hallo. Schaut euch den Hund an. Ach, wie süß ist der. Oh mein Gott, wie süß. Er spielt mit alleine rum. Wenn wir schon beim Thema Besoffene sind. Hier war es schon krass am Samstag Frühschicht, wenn du halt um 6 Uhr durchgegangen bist und die Leute langsam angefangen haben, auszunüchtern und nach Hause zu gehen. Aber Digga, nach der Ausbildung, als ich da in der Gegend vom Hauptbahnhof gearbeitet habe, Bruder, also samstags war lustig, zur Arbeit zu gehen. Im Club,
siehst du nicht so viel Besoffene, wie du am Hauptbahnhof um 6 Uhr morgens siehst. Das ist lustig, Mann. Ich war übrigens jetzt öfters mal wieder hier bei Bosporos was essen. Übrigens keine Werbung. Bitte, Landesmedienanstalt, zeigt mich nicht an. Und es schmeckt einfach echt gut dort, Mann. Ah, YouTube, hau mal rein, oder? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Warum bleibst du stehen, Digga? So, YouTube, hau mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ansonsten bleibt mir gesund. Genießt das Wetter, wie auch immer das Wetter ist da, wo ihr seid. Wenn ihr nicht in München seid, werdet ihr wahrscheinlich gutes Wetter haben. Wenn ihr in München seid, ganz bitter. Ansonsten könnt ihr euch schon mal freuen auf das Video zur Winterpause. Das wird ein bisschen deeperes Thema vielleicht. Auch so mit Musik untermalt und sowas. Ansonsten YouTube, haut rein, bleibt mir gesund. Yalla.